Aber nur Rübergrat erwartet uns im Weißen nichts. Okay, das ist eine lass mich dir eine Frage zu einem anderen Thema stellen. Sie nickt und blickt. Und ihr Blick löst sich dabei von deinem. Ja, was anderes leben, lebe wohl. Ja, da könnte ich in ihr Versteck runterklettern. Und hinter sie mit leicht lodernden Augen zu dir. As you are. Without whatever protection the souls of this place can provide. Du bist also entschlossen zu gehen, so wie du bist, ohne den Schutz, den die Seelen an diesem Ort geben können. Nein, ich muss mich noch weiter vorbereiten. Okay. Die endlosen Anfragen, die Brücken der Flammen. Ja, ich würde mich gerne mal erst im untergegangenen Königreich umsehen. Das klingt nämlich so nach Ukaiso. Eine nervös wirkende Armaurin verweilt neben einem Sockel, der wie eine Muschel geformt ist. Sie erschrickt, als du dich näherst und berührt den Sockel schnell mit einem halb versteckten Objekt. Der Wasserstrom rings um den Sockel ändert plötzlich seine Richtung und flutet den Pfad dahinter. Zufrieden damit, dass das Objekt seinen Zweck erfüllt hat, kommt die Frau mit lang entschlossenen Schritten auf dich zu. Kleine Stücke ihrer bereits körperlosen Form scheinen abwechselnd da zu sein und dann wieder nicht, als würde sie langsam auseinanderfallen. Je näher sie kommt, desto schneller löst sich ihr Körper auf. Eine Armlänge von dir entfernt öffnet sie ihren Mund zu einem Schrei, aber es entweicht ihr bloß ein stockendes Gemurmel. You not enter I keeper relic block waters Andres guidance. Du trittst nicht ein. Ich Hüterin, Relikt blockiert Wasser, Andras Führung. Der Geist stürzt nach vorne, einen Arm zum Angriff erhoben, aber die Bewegung scheint zu viel für ihre fragile Form und sie lädt sich in eine wolkenlose Essenz auf. Nichts bleibt von ihr übrig. Okay, eine schlurfende Seele. Zauberbuch-Schmuckstück. Ah. Gewährt in der Zeit verloren. Der Nutzer hält einen Feind in der Zeit gefangen, während seine Zeit schneller verläuft. Der Feind ist am Ort gefangen und man kann ihn nicht angreifen oder angreifen. Der Nutzer hält jedoch auch einen großen Bonus auf Erholung, um vorwärts zu kommen. Ein Becken mit stimmklarem Wasser füllt die Wölbung des Sockels. Je näher du kommst, desto einladender sieht das Wasser aus. Die Essenz in deinem Besitz pulsiert sanft und zieht dich näher zu dem Becken. Gehen wir erstmal weg und gucken, was hier oben ist. Ah, hier oben. Ist ein Geist. The bridge is not ready. If you think you can jump across, then jump across. I can only hammer one nail at a time. Die Brücke ist noch nicht fertig. Wenn du glaubst, dass du hinüberspringen kannst, dann tu es. Ich kann nur einen Nagel nach dem anderen einschlagen. Die Seele einer Schreinerin grunzt und bewegt sich, als würde sie einen Hammer schwingen. Aber sie hat keine Auswirkung auf ihre Umgebung. Die Brücke scheint dir viel zu bedeuten. Wie du sagst, my Ranga wishes to impress the great king. Soon, he visits our island. So ist es. Mein Ranga möchte den großen König beeindrucken. Er besucht bald unsere Insel. If I do not finish on time, then I lose my place around the fire. This I cannot allow. Wenn ich nicht rechtzeitig fertig werde, verliere ich meinen Platz am Feuer. Das darf nicht passieren. Sie schlägt die Faust in die Hand und nickt entschlossen. Ich würde gern passieren. I would like roasted cuttlefish with every meal, but not all get what we deserve. Und ich hätte gerne zu jeder Mahlzeit Tintenfisch, aber wir bekommen nicht immer das, was wir verdienen. Sie schwingt ihren Hammer vehementer, um ihre Worte zu unterstreichen. Bridge is not done. Even when it goes all the way, only Mataru are worthy to cross. Die Brücke ist nicht fertig und selbst wenn sie es ist, sind nur Mataru würdig, sie zu überqueren. So says the Ranga. Take it up with him. Or better yet, go around.
So spricht der Ranga. Sprich mit ihm darüber oder noch besser geh außen herum. Sie macht eine Geste in Richtung der entfernten Dunkelheit des endlosen Nichts. Dann leb wohl. Okay, also hier kommen wir noch nicht drüber. Hier drüben hat sich, glaube ich, nichts geändert. Nein. Das hier können wir auch noch nicht benutzen. Ich wette, dass hier irgendwas dann hier das Wasser ableitet. Aber jetzt stellen wir erstmal hier wieder um, würde ich sagen. Indeed. Ein Quicksave, um zu gucken, dass, ob wir zurückstellen können. Die Wasseroberfläche kräuselt sich heftig. Das Wasser zu deinen Füßen beginnt zu schäumen und zu wirbeln. Dann beruhigt sich das Wasser ganz plötzlich wieder und beginnt in die entgegengesetzte Richtung zu fließen. Ja, wir können hier auffüllen und da ablassen. Das ist gut. Die Essenz in deiner Hand zieht es weiterhin zu dem Wasser wecken. Vielleicht kannst du die Fließrichtung des Wassers umkehren, wenn du die Essenz erneut mit dem Wasser in Berührung bringst. Also ja, das kann ich jederzeit switchen. Wie ich möchte. Gut zu wissen. So wie es aussieht, haben wir noch einiges hier zu tun. Ja, eine warme, salzige Brise weht durch den wogenden Vorhang aus Licht. Das Portal schimmert wie Sonnenlicht auf das Meer. In seine Tiefe blicken. Jenseits des Tors siehst du alte Bauwerke, scheinbar im Stil der Huane, die sich zwischen glitzernden Riffen und herabfallendem Wasser heben. Das Portal betreten. Ja, ich vermute immer noch, dass es okay so ist. Das untergegangene Königreich. Sie sind zurückgekehrt, um uns zu holen. Lauft. Ziemlich hübscher Ort. Wäre eine Schande, hier zu sterben. Ja. Die zertrümmerte Passagetor ins Nichts. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, das können wir ausblenden. Das untergegangene Königreich. Haben wir hier was Neues? Nee. Ich fand eine Ecke von Römer ganz reich vom Meer beherrscht vor. In der Ferne erheben sich alte mit Koran überzogene Steinbauen und das Wasser scheint aus dem Nichts zu fließen. Wenn ich den Huanergeist finden kann, der für diesen Ort verantwortlich ist, kann ich ihn vielleicht für meine Sache anwerben. Die Bewohner dieses Reiches haben Angst vor mir. Sie halten mich für einen Eindringling. Wenn ich herausfinden will, was hier passiert ist, muss ich den König finden, der sie ins Exil schickte. Vielleicht kann ich von dem im Wasser treibenden Seenfragmenten mehr erfahren. Okay, das kann ich mir gerade nicht ansehen. Ich kann nur das Portal hier benutzen. You, stay away. Have your kind not done enough damage? Du, bleib fort. Hat deinesgleichen nicht schon genug Schaden angerichtet? Der Mann weicht vor dir zurück. Angst und Wut zeigen sich in seinen weiten Augen und seinen gefletschten Zähnen. Wo bin ich? The city of Ukaizo. The seat of Huana power in Aora. Well, what's left of it? Also hatte ich recht mit Ukaizo. Die Stadt Ukaizo, der Sitz der Macht der Huana in Aora. Naja, zumindest was davon übrig ist. Ich verstehe. Oh, Gods, what have we done? Bei den Göttern, was haben wir getan? Wer bist du? We are the King's Council. Akara, we were, but are no longer. That fool threw us from the palace and banished us from the realm, as if the Outlander's betrayal was our mistake. Wir sind das Konzil des Königs, Akara. Das waren wir, aber jetzt nicht mehr. Dieser Dummkopf hat uns aus dem Palast geworfen und uns aus dem Reich verbannt, als ob der Verrat der Fremden unsere Schuld gewesen wäre. Warum hat er euch verbannt? We dared to say he had made a terrible mistake.
Wir haben gewagt zu sagen, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht hat. We are the King's Council. Ja, kennen wir. Das ist schrecklich. The Empire is fallen. If he'd only listened. Das Königreich ist gefallen, wenn er noch nur zugehört hätte. Er bricht abrupt ab und schüttelt den Kopf. Ja, warum bist du von mir weggelaufen? Ikea, ich habe dich für einen dieser elenden Fremden gehalten. Fremde? Strange people from across the sea. They came with promises too big for any Kith to keep. But the king let them build their machines in the city anyway, the fool. Now all lies in ruin and it's their fault. Ein seltsames Volk von der anderen Seite des Meeres. Sie kamen mit Versprechen, die zu groß waren, um von Gestandenen eingehalten werden zu können. Aber der König dieser Gumpfkopf erlaubt ihnen dennoch, ihre Maschinen in der Stadt zu bauen. Jetzt liegt alles in den Ruinen und es ist ihr Fehler. Engvitane? Wie das? They were monstrous. Taller than our tallest buildings. When they turned them on, thousands died in an instant. The gods wept. They were so angry. And in their rage, they destroyed the city. Ja, Maschinen, sie waren gigantisch, größer als unsere höchsten Gebäude. Als sie anschalteten, starben Tausende in nur einem einzigen Moment. Die Götter weinten vor Wut und in ihrem Zorn haben sie die Stadt zerstört. The Soul Collector, it's returned. Run! Bei den Göttern der Seelensammler ist zurückgekehrt. Lauft, schnell verschwinde. Aber der Mann kann nicht fliehen. Seine Stimme verstummt abrupt und seine Kanten reißen auf, brechen und fallen auseinander. Er wird ersetzt von einer Kreatur reiner Essenz. Er wendet sich dir mit glühenden Augen zu und stürzt nach vorne. Okay, die werden. Der ertränkte Berserker haut den Seelensammler. Auch gut. Jo, der Seelensammler ging auf jeden Fall leichter zu töten. Indeed. Okay, damit kann ich das füllen und das hier senken. Aha. Wonder what the folk back at the Deerford Mill would pay for something like that. Ich frage mich, was die Leute in der Deerford-Bühne für so etwas zahlen würden. Okay, ich sollte mich aber erstmal hier oben fertig umgucken. Wobei ich wahrscheinlich erstmal einen Cut machen sollte. Aber da gehen wir vorher erstmal da übers Wasser. Oh nö. Oh Gott, zwei von der Sorte. Kann ich den zerbrechen? Ja, den kann ich zerbrechen. Gut, dann mach den mal weg. Ach so, mit der Pistole, die er trägt, nimmt er. Hä? Schaden? Was nimmt das Schaden? Ich
This isn't as effective as you seem to think. Save me. Hmm? Certainly. It is no use. I cannot keep you. Oder steht er mir immer im Weg und ich treffe ihn irgendwie mit? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist wieder ein Portal. Tu jetzt nichts, das irgendwo hinführt. Aber wie gesagt, es ist Zeit, einen Cut zu machen mal wieder. Also speichere ich. Das ist jetzt LP062. Habe ich Leerzeichen dazwischen? Nein. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder.